Was denn da los? Yeah, was denn da los? Hallo, die Strandplünderer. Die Strandplünderer klingt nach so irgendeiner Sendung auf RTL. So. Jala. Ein Scout, der stark ist, da widerspricht sich doch eigentlich schon. Scouts sind im Spiel immer schwach. Also, Scouts schwach. Ja, zum Beispiel bei Dingenskirchen, bei... Alter, wer schießt mich denn hier an? Du meinst bei Moppet. Beharrlichkeit. Nein! Hey. No. Du meinst doch bei Moppet. So. Oder meinst du wirklich bei Dingenskirchen? Bei Dingenskirchen. Ja, natürlich meinst du wirklich bei Dingenskirchen. Ich hab gedacht, du meinst bei Moppet. Ja, das hat doch seine Klasse irgendwie erfunden, das mit bei Moppet. Ja, die sagen immer Moppet. Und keiner weiß warum. Heißt ja Dingenskirchen. Und was bedeutet das? Das wissen wir nicht. Weil sie alle Moppets wollen. Deshalb Moppet. Aha. Schmampet. Nicht Mampet. Die Mampet schaut was anderes. Sehr interessant. So, bevor ich Holo-Gespräch mache, besiege ich noch den einen Typ und plünder hier alles und dann. Du musst grad kurz mich ausblenden. Okay. Oh, warum nehme ich nicht mal auf? Ausblenden? Meine Mutter ist also da. Dann muss ich den ganzen Ton ausblenden. Warum? Und ich muss jetzt aufhören, weil ich, warum nehme ich schon wieder nicht auf? Egal, lassen wir es einfach. Adios. Holo Gespräch. Und da hat der WK aufgelegt. Dann geht nur noch deine Aufnahme. Ja, und bei meiner sieht man den Ladebildschirm. Das ist sehr gut. Dann hören wir aber auch gleich Na, mal großartig. Auf, glaube ich. Lass mich raten. Ein Ethikverstoß? Böse Leute haben böse Dinge getan und das macht euch traurig? Jeden Tag derselbe Schwachsinn. Jeden Tag. Warum ich? Ihr seid doch der Ethikoffizier, oder? Genau, aber bedeutet das, dass ich der moralische Kompass für eine ganze Armee von Schwachköpfen sein muss? Ja. Und was wollt ihr? Wisst ihr, worauf die Soldaten da draußen setzen? Ihr meint die Minenläufe, oder? Mit diesen verzweifelten Flüchtlingen. Das Spiel wurde schon vor Monaten verboten. Ich habe mich persönlich darum gekümmert. Ich war gerade da und das Spiel findet immer noch statt. Ja, ich war gerade da. Sie haben also wieder angefangen? Und ich habe nichts davon bemerkt? Verdammt, diese... Ich werde mich darum kümmern. Keine Sorge. Hier ist eine, übliche Belohnung in Credits für Spitzel. Ich meine natürlich Informanten. Dieser Planet braucht dringend Hilfe. Wenn ihr wüsstet. Ja. Wir wissen. Erhalten eine Belohnung, hier so eine einfache Auszeichnung. Nicht mal eine besondere Auszeichnung, sondern eine einfache. Und ich bin Stufe 10. Und damit hören wir dann auch auf. Ich hab 20. Nein, ich will noch Stufe 10 machen und deswegen... So, was kann ich denn hier machen? Revolverheld. Der Revolverheld ist nicht nur ein wahrer Meisterschütze, sondern auch jemand, der keinen Vorteil ungenutzt lässt. Er kann zwei Blaster gleichzeitig abfeuern und ist auf dem Fernkampf spezialisiert. Was kannst du das? Das kannst du doch noch mal hier machen. Doch. Oder kann man das jetzt auf dem Planeten gleich machen? Ja, bei diesem Zeichen, wo früher der Skillbaum war. Ach, und der Gott. Schurke! Neben seinem treuen Blaster verlässt der Schurke sich auf seinen Tarngürtel, seine Streukanone und ein Medipack. Und mit dieser Ausrüstung kommt er überall hinein, kann einen Pfeil überrumpeln und lebend wieder. Und weiter kann ich irgendwie nicht scrollen, deswegen hört's da auf. Dort diese Quest noch. Ausrüstung 2 Blasterpistolen, Rüstung Mittel, Hauptwert List und Ressourcen Energie. Blasterpistole Streukanone, Mittel, List und... Ich nehme den Revolverheld, sag ich jetzt einfach mal. Übernehmen. Ja. Aber wenn ich nehme, das werdet ihr dann in der nächsten Folge nehmen.
Aber diese Quest noch beenden. Komm, jetzt mach das hohe Gespräch. Übernehmen. Schaffe ne... Ernsthaft? Ich kann das nur machen, wenn ich in meinem Inventar Platz habe. Das ist ja mal... Ja, stimmt, da gibt's ja auch immer so noch extra Dinge, also die man in der Kiste kriegt. Dann machen wir. Na los, rein mit ihr, aber plötzlich. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Nicht? Ich hab euch doch schon gesagt, dass ich nichts weiß. Ich schwöre es. Ja, das hast du gesagt. Aber weißt du, was ich denke? Ich denke, du hattest einfach nicht genug Ansporn, mir die Wahrheit zu sagen. Hey, was macht ihr denn hier? Ihr dürft hier nicht rein. Diese Operation ist streng geheim. Ach, wirklich? Erklärt mir mal jemand, was hier vor sich geht. Das geht euch gar nichts an. Verschwindet. Er lügt. Sie haben uns entführt. Halt die Klappe. Ach so, bitte, er sagt, ich soll was rausschneiden. Ja, das werde ich dann machen. Sie foltern uns. Ich sagte, du sollst die Klappe halten. Sie hat die Republik verraten. Sie kriegt nur, was sie verdient. Die Gerichtshöfe sind überfordert. Der Gerechtigkeit muss dringend auf die Sprünge geholfen werden. Wenn ein paar republikanische Soldaten dazu härter durchgreifen müssen, warum nicht? So geht das aber nicht. Die Folter ist ein legitimes Mittel in der Kriegsführung. Ach, glaubt ihr denn, die Separatisten würden sie nicht einsetzen? Oder das Imperium? Diese Missgeburten hier wurden alle dabei erwischt, wie sie für die Separatisten gearbeitet haben. Sie sind Verräter. Aber vor allem besitzen sie Informationen über die Aktivitäten der Separatisten. Alles, was wir tun, ist, ihnen diese Informationen zu entlocken. Informationen, die viele republikanische und mantellianische Leben retten können. Wen interessiert es da noch, wie wir an sie herankommen? Mich interessiert es. Und ich werde dafür sorgen, dass es auch euren Vorgesetzten interessiert. Uns macht das ja auch keinen Spaß, aber welche Wahl haben wir? Hört mir zu. Nehmt und da hat Ding mit und sagt auf ihm, einmal dass macht er auf nett. Allein finden konntet. Er schreibt. Im Ring ist ein Abhörgerät versteckt. So bekommen wir alle Informationen, die wir brauchen. Ganz ohne fragwürdige Methoden. Ist es so besser? Ich kann natürlich nichts machen. Sehr gut. Ja, mach. Er muss jetzt ja durchlaufen. So, und jetzt? Mit eurer gespielten Gerechtigkeit ist jetzt Schluss. Hey, immer mit der Ruhe. Eine Schießerei wollen wir doch alle nicht. Wenn ihr die Verräterin so dringend haben wollt, meinetwegen. Aber ihr helft damit nur den Separatisten. Danke. Danke, dass ihr mich befreit habt. Es war so schrecklich. Seid ihr wirklich Separatisten? Nein, nein. Wir waren bei ein paar Demonstrationen und Treffen, aber wir haben nichts getan. Und wir wissen überhaupt nichts. Ach so. Wer es glaubt, wird selig. Es ist wahr. Wir hatten keine Ahnung, dass man uns wie Verräter behandeln würde, nur weil wir unsere Meinung äußern. Geht lieber nach Hause zu eurem Vater und versucht euch nicht wieder in Schwierigkeiten zu bringen. Ich werde mich so bald wie möglich bei ihm melden, aber erst muss ich mich erholen. Die Folter hat mich doch mehr geschwächt, als ich dachte. Ich danke euch. Wenn ihr nicht gewesen wärt, wäre ich jetzt tot. Oh. Und dann werde ich natürlich gleich wieder angegriffen. Ach ja, jetzt muss man zu Oda zurück. Aber du bist doch noch in der Nähe von Oda, oder? Von was? Du bist doch noch in der Nähe von Oda. Kann sein. Ich werde hier vor allem gerade abgemetzelt. Aha. Nein! Ach komm, ich gehe zum Vulkanlager. Verkauf mal ein bisschen. Warten Sie die Untersuchung und Produktvorschläge an. Geh zu Oda. Ich möchte diese Quest beenden. Mach ich auch gleich noch. Aber erst mache ich das, was ich jetzt wieder machen kann. Revolverheld. Übernehmen. Yay. Sie sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Oh, da sind ja noch ein paar. PvP, Kriegsliste, ja, weiß ich. Gruppenfinder, weiß ich auch.
Und Kartellmagier interessiert. Beeilst du dich jetzt endlich mal? So, Meisterschütze, Sabotage, oder? Ich mache natürlich erstmal Meisterschütze. Übernehmen. Übernehmen. Ja. Null verfügbare Funktionspunkte, das ist ja schon mal sehr gut. So, und ich bin Revolverheld und gründ jetzt eine Band. Eine Gilde. Geh zu Oda. Ja, der ist nur ungefähr 20 Millionen Kilometer weit weg von hier. Wo bist du? Beim Vulkanlager. Was für ein Vulkanlager? Da war ich halt gerade. Ich gehe noch zu Oda und dann heißt es auch aufhören. Ja. Mensch. Warte mal, kann ich hier eigentlich nicht? Ich habe hier doch jetzt dieses schnaffte Pack. Und jetzt schreibt er mir natürlich wieder hier bei seinem Chat. Ja. Nicht, aber nochmals einladen, weil dann gehe ich wahrscheinlich, gehe ich wahrscheinlich wieder raus. Achso, ich wollte hier doch im Invent. Revolverhand Versorgungspaket. Spurellen Bolzenblasen. Ja, den nehme ich natürlich erstmal an und hab gleich zwei Blaster. So, und dem schreibe ich immer, damit der mal Ruhe hält. Oh, hier ist ein Level 60er. Jedi Gelehrter. Er schreibt natürlich gut. Also, die Herrschaften. Du wirst nach Dagobah gehen. Dort wirst du Oda aufsuchen. Er wird ab sofort dein Meister sein. Oder? Das macht zwar überhaupt keinen Sinn, was ich gerade gesagt habe, aber... Nee, du musst jetzt zu Oda. Oda? Was ist besser, Teller oder Tasse? Oder da gibt es doch dieser Witz, dass die andere dann die Oder ist. Aha. Weil das doch der Fluss ist. Ja. Der natürlich tiefer ist als Teller und Tasse zusammen. Jetzt geh zu Oder. Ja, ich bin hier leicht beschäftigt mit Kämpfen. Du kannst doch nicht kämpfen allein. Doch, ich habe zwei Blaster, ich kann das. Ach, und ich werde dann Heiler. Heiler? Ja. Glaube ich zum... Ja, eigentlich hatte ich es schon mir vorgenommen. Gut, einen Heiler brauche ich immer. So einen komischen Medizinmann. Oder... Weil Frontkämpfer, das finde ich... Oder, nimm mal an. Ja, Flash beginnen. Lade. Danke. Ihr habt meine Tochter gerettet. Haben wir das? Leute, dieser tapfere Held hat meine Tochter gerettet. Dieser Held sie rief an, zwei Personen um mir zu sagen, was ihr für sie getan habt und wie dankbar sie euch ist. Ich kann euch gar nicht genug danken. Ihr habt nicht zufällig eine Belohnung für mich, oder doch? Ja, immer jetzt, wo meine Tochter zu mir zurückkommt. Danke vielmals. Ich bin ein Revolverheld. Ich muss ans Geld denken. Nee, wir nehmen das geringe Medi. Achso, die kriegen wir bei. Nee, ich nehme die Hose. Die kann ich für mehr Geld verkaufen. Ich glaube, man kriegt beides. Stufe 10! Wie der sich freut. So, schalten auch schnell dieses Taxi da frei. Einfach mal so. Und dann beenden wir aber auch. Oh, hier so, ich sitze hier Dorf gemütlich. Oradam unentdeckt. So. Hallo, du Dorf Oradam Typi. Unten zur Verfügung. Ach so, ja, da will ich aber gar nicht hin und deswegen sage ich jetzt Tschüssi. Warte, ich muss hier doch bei Dingenskirchen mal kurz rein. Ich sag Tschüssi, Hoski.